Grüß euch, liebe 1000BSTV-Zuschauer, beim Alpen Masters 2019 in der Kategorie der großen Reise-Enduros die Yamaha XD 1200 ZE Super Tenere, eigentlich die alte Dame unter den vier Kontrahentinnen. Und wie sich so eine alte Dame schlägt, das erzähle ich euch gleich. Ja, es klingt vielleicht gemein und erbarmungslos, wenn ich sage, das ist die alte Dame, aber sie ist nun mal schon richtig lange im Yamaha-Programm, die große Super Tenere, die für heuer ein bisschen aufgemöbelt wurde mit einem Big Girl, also ihr seht es auf eurer Seite auch, T12, also Tenere 1200, Super Tenere, und dieses T12 soll ganz offensichtlich auf das T7 anspielen, weil ja auch heuer die neue Tenere 700 kommt, die als Konzeptbike T7 geheißen hat, hier jetzt die T12. Aber in Wirklichkeit eine eben alte Bekannte, die meiner Meinung nach nach wie vor, wenn sie einmal fährt, sehr gut fährt vom Handling her. Hier im Übrigen die Version mit elektronischem Fahrwerk, also elektronisch verstellbarem Fahrwerk. Das ist schon einmal auch sehr gut und angenehm, weil die das Fahrwerk ist das, was dieses Motorrad ausmacht, weil es nun mal der Motor meiner Meinung nach nicht so sehr ist. 110 PS, 117 Newtonmeter, naja, damit gewinnt man heutzutage keinen Preis mehr, wo die anderen halt 160 PS haben können. Also der Motor, möchte nicht sagen die Schwachstelle, aber da wäre es schon langsam Zeit. Aber trotzdem, ein gutes Reisemotorrad, auf dem man auch sehr bequem sitzt, das auch vom Gewicht her 261 Kilo fahrbereit irgendwie schwerer am Papier ist als dann während der Fahrt. Aber wie die Tester vom Motorrad beim Alpen Masters 2019 über die Super Tenere 1200, diese T12, entscheiden, das erfahrt ihr in Kürze. So, bitte, jetzt sind wir bei dem Motorrad, das ich in der Klasse der großen Reise-Enduros als die alte Dame bezeichnet habe. Es ist das älteste Moped in dem Vergleich? Ja, die Yamaha Super Tenere wurde ursprünglich 2010 vorgestellt hier in dieser Version, wie wir sie jetzt hier haben. Natürlich über die Jahre hinweg Modell gepflegt, hat jetzt auch ein elektronisch einstellbares Fahrwerk, aber die Basis ist schon jetzt knapp 10 Jahre alt. Gehen wir gleich auf das ein, was du erwähnt hast, das elektronische Fahrwerk. Ich habe schon die normale Super Tenere, eben die ist ja schon ewig im Programm, und ich bin sie in der normalen Version gefahren, habe das Fahrwerk schon sehr harmonisch und gut befunden. War es da notwendig, ein elektronisches reinzuklopfen? Ich denke, Yamaha hat da einfach nachgezogen, weil letztendlich alle Reise-Enduros haben entweder eine semiaktive Federung oder zumindest eine elektronische Verstellbarkeit der Federung. Und da wollte Yamaha natürlich nicht zurückstehen. Ist auch ganz angenehm natürlich, wenn man die Dämpfung und die Federung einstellen kann über einen Knopfdruck. Aber die Ausrichtung der Federung ist genauso, wie sie vorher auch war, sehr komfortbetont. Es ist insgesamt ein sehr harmonisches, sehr komfortbetontes, wie wir es gerade schon gesagt haben, ein sehr angenehm zu fahrendes Reisemotorrad. Und die Leistung, sind wir bis da zufrieden oder so wie ich ein bisschen mürrisch, dass das zu wenig ist? Ja, da ist so, wir erinnern uns noch an die allerersten Modelle, da hat man, warum auch immer, in den unteren Gängen die Leistung gekappt. Da wurde die Super Tenere auch stark kritisiert dafür. Mittlerweile hat man die Leistung da ein bisschen angehoben. Mit voller Leistung hat sie 111 PS. Da kann man sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr zeitgemäß, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, für eine Alpentour oder auch für eine normale Reise, da reicht auch 100 PS plus locker aus, weil sie eben natürlich auch diese Reisefreundlichkeit auf eine ganz andere Art dokumentiert, nicht über Leistung, sondern eben über Komfort. Und jetzt ist sie aber auch bekannt, dass sie schon eine etwas dickere Plunzen ist. Fällt dir das negativ auf beim Handling, weil wir hier eben in den Alpen, in den Dolomiten schon Spitzkehren und so auf den Pässen haben? Ist das
unangenehm? Ja, man merkt das Gewicht und auch die Dimensionen der Super Teneré. Man merkt ihr schon etwas die Jahre an, aber das ist eben so. Es hat natürlich auch Vorteile. Der Motor und das gesamte Fahrwerk ist massig, aber dafür auch sehr ruhig, sehr gediegen, sehr souverän. Und wenn man sieht, zum Beispiel dieser Kardan, das ist einer der besten Kardanantriebe im Motorradbau insgesamt. Nahezu keine Reaktionen, einfach aufgebaut, dauerhaft. Also das Motorrad hat eben andere Qualitäten wie moderne Reise-Enduros. Und damit kann man, denke ich mal, auch heute noch ganz schön punkten. Das stimmt, du sprichst mit dem Kardan etwas an, was mir natürlich immer völlig blunzen ist, weil ich auch die Kette nicht pflege. Ich fahre die Dinger zu kurz. Genau. Wenn was ist, sage ich einfach, hey, was ist da los? Ich kenne mich nicht aus. Nein, aber eben Yamaha, jetzt kommt die neue Teneré 700, also auch wieder ein Paukenschlag. Und die sind ja bekannt dafür, dass, wenn sie was Neues bringen, eben der Dreizylinder auch in der MT09 und dann die MT10, da kommt jetzt sicher in Kürze irgendwas ganz Arges mit 180 PS, oder? Puh, da fragst du mich wirklich viel, beziehungsweise zu viel. Ich kann es nicht sagen. Ich mag es auch mal für den Moment bezweifeln, weil Yamaha hat jetzt mit Sicherheit alle Energie auf die neue 700er Teneré gesetzt, weil das Motorrad ist sehr attraktiv, es ist relativ leicht, es kostet knapp 10.000 Euro, es ist die billigste Mittelklasse-Reise-Enduro und ich denke, da wird Yamaha jetzt mal den Fokus drauf legen, dieses Motorrad im Markt erfolgreich zu platzieren und danach kommt eben wieder die große Reise-Enduro dran. Aber fürs Erste, wer wirklich gemütlich reisen möchte, die T12, wie da lustig steht, Super Teneré 1200, Peter, danke. Ich hab mir erhofft, dass ich ihm irgendwas rausleiern kann, dass er schon was weiß. Aber du weißt halt auch nicht alles, nein, oder? Nein, da muss ich wirklich passen, weil wir haben uns auch selbst auf die 700er jetzt da konzentriert und wir bereiten gerade auch schon den nächsten Mittelklasse-Reise-Enduro-Vergleichstest direkt im Anschluss an das Alpenmaster und da ist natürlich die Yamaha als Neuerscheinung im Fokus. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Danke fürs Plaudern. Danke. Yamaha Super Teneré 1200. Ist die gut? Ja, ist auch ein tolles Reisemotorrad. Sie geht untenrum nicht so stark wie die BMW oder die KTM. Man muss es nicht unbedingt haben, keine Frage. Also man kann auch mit der natürlich toll in den Alpen fahren. Aber im direkten Vergleich ist sie ein bisschen schwächer. Und das Handling ist aber okay? Das Handling ist... Dafür, dass sie so die Dicke ist? Sie ist schon relativ schwer und deswegen ein bisschen unhandlicher wie so eine BMW oder auch eine KTM. Die Bremse ist auch ein bisschen mauer. Wenn man jetzt bei der Bremsmessung stark zieht, dann hat sie ganz leichtes Fading, weil sie halt auch schwer ist. Und man könnte einfach ein bisschen mal wieder überarbeiten. Es ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Also. Jetzt schon die älteste Dame hier. Genau. Welche bist du jetzt noch gefahren? Von denen bin ich jetzt alle gefahren. Ne? Na, dann schauen wir zu einer anderen. Ja. Fabian, du bist auch ein junger Kerl. Kann jemand wie du an diesem Motorrad... Das klingt jetzt richtig gemein von mir, aber ich meine es nicht so. Kann jemand wie du an dem Motorrad was finden, was Gutes? Ja, schon. Also definitiv. Das ist ein stimmiges Motorrad und es ist eben für den Einsatzzweck gemütlich durch die Alpen zu schippern mit touristischem Anspruch. Dafür ist das ein stimmiges Motorrad, was dann auch wirklich geschmeidig vom Fahrwerk her viele Unebenheiten einfach rausbügelt, wegbügelt. Für die sportliche Gangart nicht geeignet, aber wenn man hier einfach gemütlich rumschippern möchte, ist das super. Das freut mich, dass du das schon so siehst, weil du mir zuerst bei der KTM gesagt hast, Sportlichkeit, ja, das ist halt dann schon das Ärgste und du würdest sie auch für die Alpen nehmen. Deswegen habe ich gemeint, ob du da, man muss sagen, sie ist die komfortabelste und halt die gemütlichste, auch durch den schwächsten Motor, ist einfach so. Aber du sagst auch, Fahrwerk und Komfort einfach top. Ja, also wirklich im Vergleich zu den anderen muss man sagen, wenn man jetzt wirklich eine extrem lange Tour antreten wollte, dann wäre man damit gut aufgestellt. Gut, dass ich das jetzt vielleicht trotzdem nicht unbedingt machen würde, steht auf einem anderen Blatt. Ne? Ja, aber freut mich, dass du es noch angesprochen hast. Wie ist sie so in Wechselkurven? Benimmt sie sich da auch akzeptabel? Ja, wenn es nicht zu flott wird, ist es schon definitiv okay. Aber ansonsten, ja, wenn man natürlich jetzt schnelle Gangart schnell umlegt, dann wippt, schaukelt das alles doch ein bisschen. Aber das ist akzeptabel, erträglich. Ja, und wenn man auf grelles Orange vielleicht steht, passt dann ein mattes Schwarz. Und mir gefällt das Zwei-Augen-Gesicht sehr gut, aber es gibt sie halt schon doch sehr lange. Gefällt dir das dann noch? Ja, schon. Also ich finde sie, von der Optik her wirkt sie jetzt nicht altbacken. Mhm. Klar, wenn man jetzt mal aufs Cockpit schaut und auf die Ausstattung, dann ist es doch
ja, ist es doch ein paar Jährchen zurück. Aber wenn man es jetzt von außen einfach betrachtet, finde ich nicht, dass es irgendwie zu alt ausschaut. Ja, passt. Danke, danke fürs Plaudern. Gerne. Alt, aber gut, würde ich über die Super Teneré urteilen. Wie die Tester geurteilt haben, davon könnt ihr selbst ein Bild machen, beziehungsweise habt euch ein Bild machen können. Für mich jedenfalls eine große Reise in Enduro der alten Schule. Jetzt nicht sonderlich stark, aber dadurch auch nicht sonderlich anspruchsvoll von Eingewöhnungsfaktor her. Man setzt sich drauf, man fährt los, man kommt auch trotz hohem Gewicht sehr schnell mit ihr klar. Das Fahrwerk meiner Meinung nach ein ziemlich gelungenes elektronisches, ein gutes Motorrad, das viele von euch vielleicht schon langsam eine Nachfolgerin erwarten lässt. Aber mir taugt die noch immer auch von der Optik her. Das Doppelscheinwerfergesicht ist einfach sehr, sehr schön. Die anderen Motorradeln, die wir hier bei den Großenduros dabei haben, beziehungsweise überhaupt alle 20 Motorräder des Alpenmaster-Tests, also des Alpenmasters 2019, da haben wir auch jeweils ein Video gemacht und ein Gesamtvideo, wo ich ein bisschen erkläre, wie dieses Alpenmasters-Testen funktioniert. Also 21 Videos, und da möchte ich euch oder muss ich euch ans Herz legen, abonniert unseren YouTube-Channel. Dann bekommt ihr die Videos, sobald sie online gehen, Freihaus geliefert, müsst ihr nicht extra rauskramen. Ah, da war ja noch ein Modell, das ich verpasst habe. Nein, dann verpasst ihr nichts. Ihr bekommt sie sofort geliefert. Also einfach abonnieren, kostet ja nichts. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen und einfach ein ganz höfliches Tschüssi! We'll be right back.